Zuschauer oder Mitspieler? Das ist die Frage. Wir sind hier an einem Ort, wo ich mich sehr gerne aufhalte, auf dem Schuhplatz. Ich bin Trainer hier von einer Juniorenmannschaft von kleinen Buben. So 11, 12-jährig waren die. Die Junioren. Und ich liebe das, Coach zu sein, können zu schauen, wie eine Mannschaft aufgestellt werden kann. Jeder an seinem Ort und jeder am richtigen Platz und so richtig sein Talent kann entfalten. Bei einem Shootmatch nur zuschauen, ist für mich nur halb so spannend. Viel interessanter finde ich es, entweder wenn ich selber den Ball ein bisschen rumkicken und Bässe auf Flanke und alles drum und dran, oder wenn ich zumindest am Rand stehen kann und Einfluss nehmen als Trainer. Und so ist es doch auch im Leben als Christ. Sind wir im Team dabei? Haben wir uns wirklich reinziehen lassen, auch von der Vision der Gemeinde? Oder sind wir einfach nur Zuschauer? Ich liebe das Bild, wenn ich mit drinnen sein kann, dort, wo es richtig abgeht und in einem Team mitmachen, also das auch in der Gemeinde miterleben, dort, wo höchst und tief sind, dort, wo man zusammen rennen, zusammen lachen, zusammen Freude hat, Erfolge feiert, aber auch manchmal Rückschläge hat. Und nicht einfach irgendwo an der Seite zu stehen und vielleicht noch zu kritisieren, das wäre noch das Schlimmste. Der Bill Hybels beschreibt das wunderbar, der bekannte Pastor von Amerika, in einem von seinen Büchern. Er sagt, du kannst entweder am Sonntagmorgen gemütlich dein Auto herparkieren, herhöckeln in dein Sessel und einfach das ein bisschen konsumieren und machst so eine gebige Sonntagmorgen-Erfahrung. Oder aber, und das ist so der schöne Teil, den ich liebe, auf diese Weise macht er eine nette, sichere Sonntagmorgen-Erfahrung, eben das wäre die eine Variante. Oder aber er kann sich mitten ins Abenteuer stürzen, indem er die Ärmel hochkrempelt, sich Gleichgesinnten anschließt und mithilft, Gemeinde zu bauen, so wie Gott ihn berufen hat. Jesus nachfolgen ist nicht etwas, was man so ein bisschen halbherzig macht. Und mal bin ich ein bisschen dabei in diesem Spiel und mal bin ich wieder nicht mehr so dabei. Es ist etwas, das eine Entscheidung ist und nachher gehen wir wirklich und haben uns das auf die Fahne geschrieben. Es ist auch wie bei den Jüngern, wo das passiert. Bei den Ersten im Markus-Evangelium ist das unter anderem. Da heisst es, wie Jesus sie auffordert, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Das geht hier um Simon und um Andreas. Und das ist wie in einem Team, wo man sonst dabei ist, im Team eben von Gott, in dieser Familie, wo man dran ist, unterwegs ist. Und da gibt es verschiedenste Positionen. Nicht jeder schießt Goal und ist der Stürmer und ist vielleicht auf der Bühne in der Kirche. Einer ist vielleicht im Aussendienst oder in der Wirtschaft und macht dort hier den Unterschied. Es gibt alle möglichen Aufgaben, wo das dort hier drauf abkommt. Zum Schluss möchte ich dich einfach ermutigen, selber auch mitzumachen, mitzuspielen, in einem Team mitzugehen und voll hinein einfach zu investieren. Auch wenn man schwitzt, auch wenn es anstrengend wird. Es ist gleich so schön, wenn man dann zusammen Erfolge feiern kann. Und wenn du dich doch entschließt, am Rand zu stehen, im Moment vielleicht zu viele offene Fragen hast, zu viel Zweifel, dann kannst du immerhin eins dir vielleicht vornehmen. Nämlich anführen. Wie wenn du an einem Match gehst, shooten schauen. Du kannst deine Mannschaft anführen, anstatt zu kritisieren, was alles noch nicht gut ist, was sie noch irgendwo ändern sollten. Anführen und dann bist du immerhin einfach mal ein cooler Fan. Und vielleicht bist du dann trotzdem noch ein Mitspieler.